Also jetzt gibt's den Teleshop, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, zwei von euch sind jetzt die Moderatoren einer Home-Shopping-Sendung. Und ihr verkauft ein sensationelles neues Produkt, was wir noch nicht wissen, was es sein könnte. Aber um es ein bisschen schwieriger zu machen, müsst ihr spontan Requisiten, die ihr auch nicht kennt, die jetzt hinter eurer Verkaufsdecke stehen, immer wieder in eure Präsentation einarbeiten. Und zwar machen das jetzt Barbara und Oliver. Ihr verkauft was Schönes. Und ich würde mal sagen, ich suche jetzt bei Ihnen mal ein Wundermittel gegen oder für. Was fällt Ihnen ein? Ein Wundermittel, was man unbedingt braucht. Haarausfall, Schweißfüße, Glatze. Ich finde das in der Kombination auch ganz süß. Ja. Semoridenvernichter. Das ist schön. Es klingt so radikal, aber es ist irgendwie, also ich bin da gleich dabei. Das ist so dreidimensional. Ja, ja, genau. Man also sieht ich habe da gleich was vor ich Augen. Auch. Man hat ein Bild. Hämorrhoidenvernichter. Das, also euer Top-Produkt ist ein Hämorrhoidenvernichter. Jetzt haben wir da ja Requisiten. Ich gehe nochmal. Haben Sie irgendwas in der Tasche? Irgendwas? Ein Handy? Noch irgendwas? Portemonnaie? Noch was, irgendwas Außergewöhnlicheres? Geben Sie mal das. Das ist Hämorrhoidensalbe vielleicht. Ja. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben was gefangen. Ich bin völlig fertig. Großartig. Yay. So. Ein das kleines. Du machen, dieses Ding. Dies ist der erste Gegenstand, den ihr nicht kennt. Mit dem fängt eure Verkaufspräsentation für den sensationellen neuen Hämorrhoidenvernichter an, meine Damen und Herren. Willkommen im Teleshop. Hallo und herzlich willkommen bei Shop, Shop, Shop. Mein Name ist Oliver Welke und Ihren Namen habe ich vergessen. Oh, geht schon los. Es hallo, schon los. Hier ist Barbara Schöneberger. Ja. Sag mal, Entschuldige, hast du Hämorrhoidensalben auf den Lippen, Schatz? Nein. Ach so. Aber das führt uns direkt zu unserem heutigen Thema. Richtig. Denn sind Sie es auch leid, ewig so herumzulaufen, aus lauter Angst, dass etwas Schreckliches passieren könnte? Damit ist heute Schluss. Absolut. Wir haben für diese Sendung, um sie ein bisschen kinderfreundlicher zu gestalten, einen Hämorrhoidenpatienten einmal im Modell dargestellt. Das ist dieser freundliche Herr. Und Barbara, wenn du kurz beschreibst, wo genau die Problemzone ist, dann wäre das sehr hilfreich. Selbstverständlich in dem Bereich, wo die Hose ist. Gerne würde er ohne Hose aus dem Haus gehen, aber es ist nicht möglich. Wir haben ihn die Problemzone einmal grau eingefärbt. Hier tut es weh, hier juckt es, hier beißt es, hier kratzt es. Richtig. Autsch, autsch, autsch. Läuft mir da das Kinn etwas runter? Ja, dir läuft ein rosaner Sabber das Kinn runter, aber es steht dir sehr gut, wenn ich das sagen darf, Barbara. Du kannst es tragen. Vielen so, Dank. Meine Damen und Herren, früher hieß Hämorrhoiden entfernen, Hämorrhoiden veröden. Das ist ungefähr wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Nicht wirklich lustig. Wer das mag, braucht wirklich Hilfe, meine Damen und Herren. Wir zeigen Ihnen eine Hämorrhoide einmal in 50-facher Vergrößerung. Das sind die... Das hier, meine Damen und Herren, nennen wir die äußeren Hämorrhoidenlippen. Und das die inneren. Und das tut weh. Ja. Und damit das in Zukunft nicht mehr passieren kann? Ja. Übrigens, wenn die so groß sind, haben sie wirklich ein Problem. So, jetzt gibt es natürlich nicht mehr das hässliche Veröden von früher, sondern es gibt ein Hämorrhoidenspray, wo Sie innerhalb von 2-3 Jahren nichts mehr sehen werden. Ich werde das jetzt mal demonstrieren, muss aber vorher natürlich meine Hämorrhoidenschutzbrille aufsetzen, damit nichts in die Augen kommt. Siehst du? Aber auch das ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung. Und deswegen, meine Damen und Herren, haben wir heute unser Traumprodukt für Sie. 9,99 für den Hämorrhoidenentferner. Denn das passiert schonungslos. Denn die Geschichte der Hämorrhoiden ist eine Geschichte der Missverständnisse. Nicht wahr, Oliver? Das ist jetzt allerdings eine Verwechslung. Nicht wahr. Es ist mir ein bisschen peinlich, dass eine das hier ist natürlich mein Handy, Barbara. Das lag nur zufällig in der Kiste. Das konnte die Kollegin nicht wissen. Nun, dann gibt es natürlich noch ein altbewährtes Mittel gegen Hämorrhoiden, das wir an dieser Stelle aber nicht verschweigen wollen. Proktologen sprechen hier von der kleinen Hafenrundfahrt, wenn Sie verstehen, was ich meine, meine Damen und Herren. Aber das müssen wir ja mal in einer anderen Sendung zeigen. Also, rufen Sie an und bestellen Sie unser traumhaftes Produkt, den Hämorrhoidenvernichter, und gehen Sie morgen auf die Straße und schreien Sie, ich bin Sie losgeworden! Genau.
großes Theater, meine Damen und Herren. Was haben die mir ins Gesicht gespielt? Was ist das? Groß, das war groß. Ich muss aber gerade dieser Lipgloss, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich davon so viel aufgetragen habe. Sorry, es hat gelebt, es hat auf dir gelebt. Was denken Menschen, die in diese Sendung hineinschalten und das nicht mitgekriegt haben? Die denken, ich habe wirklich ein Problem. Mach dir keine Sorgen, die wohnen eh alle im Heim. Baby Janker, das ist wirklich, wirklich gut. Wo kam es noch mal her? Bei Ihnen. So, jetzt versuchen wir das, ja. Nee, das ist ja. Ich habe einen Ball im Leben gefangen, werfen kann ich immer noch nicht. Gut, okay. Das war sehr komisch. Siehst du jetzt wieder so aus, wie du möchtest? Nein, das nicht. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Das werden wir heute nicht mehr hinkriegen, gell?